Na damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Sonnenaufgang hier in Korinus. Leider kann ich den Sonnenaufgang nicht abwarten, denn ich muss mich mit Laris langsam auf den Weg machen, weil sonst wird es eventuell ein bisschen spät. Weil ich will nicht, dass während ich mit Laris unterwegs bin, es auf einmal dunkel wird und ich dann überhaupt nichts mehr sehen kann. Das heißt, jetzt kommt die ziemlich lange Eskorte, die längste mit Laris, und die wird ein bisschen länger dauern als eigentlich. Also ich werde ein paar extra Viecher zu Laris locken, die er töten muss, weil er ist nun mal ein starker, unsterblicher Begleiter. Und das sind einem bei seinem oder beim Einfallsreichtum sind da einem keine Grenzen gesetzt. Also Laris könnte theoretisch, wenn man das wollte, die gesamte Insel Korinus freiputzen, aber wir übertreiben es mal nicht. Du bist jetzt bei der Miliz? Ja. Ich lach mich tot. Ein ehemaliger Sträfling bei der Miliz. Sorry. Sowas kannst auch nur du bringen. Ja, aber Laris kennt mich. Es ist nicht so, dass ich jetzt meine ganzen alten Kumpels verraten würde. Okay, jetzt kommt noch ein bisschen Dialog, den hatte ich ja völlig vergessen. Und dann machen wir uns mal mit Laris auf den Weg. Vatras schickt mich. Er sagt, ich soll zu dir kommen, wenn ich Hilfe brauche. Nee, Moment mal. Ach, bei Vatras warst du also auch schon. Du musst ja einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen haben. Nee, Moment mal. Sonst hätte er sicherlich nicht so bereitwillig meinen Namen genannt. Vor allem nicht, weil die Sache mit den verschwundenen Leuten immer noch nicht geklärt ist. Mhm. Sag mir, was du brauchst. Eigentlich gar nichts. Ich habe aus Versehen... Ach so, doch. Jetzt sind die Dialoge freigeschalten worden. Okay. Erstmal gebe ich ihm das Ornament. Vatras gab mir dieses Ornament für dich mit. Er sagt, er soll zurückgebracht werden. Ach, natürlich. Es bleibt mal wieder an mir hängen. Hätte ich mir ja denken können. Ich muss damit über die halbe Insel rennen, um es den Wassermagiern zu bringen. Ich weiß. Ach ja, ich muss mich ja noch um eine Ablöse für ihn kümmern. Ich werde das Ornament für dich hinbringen. Mhm. Ich glaube, es ist besser, wenn ich es selbst überbringe. Aber du könntest mich begleiten. Und ob. Doch ich komme hier im Moment nicht weg. Ich muss den Hafen im Auge behalten. Ja, da muss ich erstmal das hier sagen. Was hast du eigentlich mit Vatras zu schaffen? Ich habe da so ein kleines Abkommen mit den Wassermagiern, verstehst du? Der Ring. Was für ein Abkommen? Wir arbeiten für sie und sie sorgen dafür, dass wir keine Probleme aufgrund unserer Vergangenheit in der Sträflingskolonie haben. Du redest vom Ring des Wassers? Du hast schon davon gehört? Vatras hat mir davon erzählt. Sag das doch gleich. Sag das doch gleich. Ja, verzeih mir, was machst du eigentlich hier? Was genau machst du hier im Hafen? Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Mhm. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Vielleicht. Aber du kannst mir helfen. Pass auf. Ich gebe dir meinen Aquamarinring. Jawohl. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Mhm. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Jawohl. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Ich weiß es aber. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Wenn der richtige Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Das ist bestimmt Matt. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Jawohl, das werde ich auch direkt mal erledigen, denn wenn ich das nicht tue, begleitet mich Laris nicht. Ich habe völlig vergessen, dass es die Quest noch gibt. Dass ich ihnen hier einen Ersatz besorgen soll. Jetzt wollte ich eigentlich direkt schon losrennen, aber nach 10 Jahren weiß ich immer noch nicht, dass Laris immer erst noch vorher einen Ersatz haben will. Glücklicherweise weiß ich gleich, wer das ist. Ich lasche direkt mal zu ihm hin und hoffentlich sagt diese bestimmte Person nichts darüber, dass ich ihm immer noch nicht sein Paket gebracht habe. Weil ich würde da mal nachfragen. Ich meine, er hat mir vor einem Tag oder 2 Tagen hat er mir eine Quest gegeben, ein Paket von Akils Hof zu holen. Und jetzt auf einmal tut er so, als wäre das nie passiert. Aber gut. Ich könnte mal Ring der Kraft und den Ring des Wassers. Hallo, Baltram. Warum schaust du so skeptisch? Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Aha. Du gehörst auch dazu. Was wäre, wenn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst wird. Gut. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. So leicht kann es gehen. So leicht kann das gehen. Ab zurück zu Laris. Und schon können wir die Eskorte starten. Meine Fackel brauche ich jetzt auch nicht mehr. So, Laris. Es wird sich jemand darum kümmern, dass sich irgendjemand darum kümmert. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Mhm. Ah, sehr gut.
Dann können wir endlich hier weg. Deswegen bin ich hier. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Vielleicht kommst du ja auf die Idee, dich uns anzuschließen. Vielleicht. Vielleicht. Ich würde mal sagen, erzähl mir mehr. Verschwundene Leute, brauche deine Hilfe. Lass uns gehen. Okay, lass uns gehen. Wohin? Vatras Ornament. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Oh ja. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken, weil ich glaube, ich habe Mo noch nicht verprügelt, oder? Ah, doch schon lange. Ja, weil ich spiele ja nebenher, neben den Videos spiele ich ja auch noch Returning gerade auf dem Stream und da habe ich Mo nämlich noch nicht verprügelt. Sekunde mal, mein Telefon klingelt. Oh. Ach so, da bin ich wieder. Ach, Telefon, ne? Ich sag's euch. Eigentlich wollte ich gerade eben nur erzählen wegen... Weil ich halt Mods spiele und gleichzeitig stream und dann noch nebenher spiele. Und dann weiß ich nicht, was ich wo schon gemacht habe. Und Mo musste ich ja schon verprügeln, sonst wäre ich ja nicht zu Cardiff und zu Nago gekommen. Okay, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Eskorte. Und auf die freue ich mich. Und zwar richtig. Okay, komm, ich bleib mal hinten dran. Ich wollte gerade mal gucken, wo Matt und das Mädel ist. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Aber hätte ich sie schon an... 700 Gold, ich hätte sie schon anheuern können. Aber egal. Die wird mir schon nicht davonlaufen. Abgesehen davon ist die bei der Eskorte vielleicht... Weil ich werde den auf dem Weg zurück, werde ich irgendwo über Berge klettern und so. Und da kommt die KI häufig nicht so ganz hinterher. Jetzt muss ich nur mal schnell schauen, weil der Laris bleibt dann nämlich gleich stehen. Und dann darf er direkt den ersten Gegner besiegen für mich, der eigentlich nicht auf unserer Abschlussliste stehen würde. Hier bleibt er jetzt nämlich stehen. Genau. Und jetzt kann man, wenn man lustig ist, so viele Monster wie möglich zu ihm hinlocken. Es gibt auch Möglichkeiten, Laris überall hinzulocken. Und dann kann Laris alles machen. Also wer richtig dreckig spielen will, ich meine, ich spiele jetzt schon ein bisschen dreckig, aber wer richtig dreckig spielen will, der könnte Laris einmal schlagen, dann sagt er, hey, mach das nicht nochmal. Und wenn man ihn dann nochmal schlägt, dann läuft er einem hinterher und will einen halt verprügeln. Aber wenn er dich umhaut, da er ein Kumpel von dir ist, plündert er dich danach nicht aus. Das heißt, man könnte ihn theoretisch schlagen zweimal, dann verfolgt er jemanden, dann läuft man jetzt zum Beispiel... Bei Laris kann man ja rechts so dieses Tal runter, in dieses kleine Waldstück da unten. Und da stehen ja eigentlich Waage. Dann könnte man runterlaufen, bis zu den Wagen, könnte sich von Laris neben den Wagen umhauen lassen. Und dann würde Laris den Weg wieder nach oben laufen und würde auf dem Weg alle Waage töten. Aber das ist nur, wenn man richtig dreckig spielen will, was ich natürlich nicht tue. Das hier, was ich jetzt mache, ist noch vertretbar. Genau, weil der Ork hier ist ein bisschen ein Problem. Den schaffe ich nämlich anfangs nicht alleine, deswegen muss Laris das mal kurz für mich machen. Nein, komm schon mit. Bist du noch hinter mir? Jawohl. Und den locke ich jetzt halt zu Laris, weil dann kriege ich zum einen die Erfahrung und zum anderen ist dann der Teleporter da hinten erstmal frei. Nee, komm mit. Laris! Da hat er ihn schon. Komm, ich hält sogar mit. Das war eine schlechte Idee, ich hätte einfach warten sollen. Zack! Tja, so einfach kann's laufen. Wie gesagt, man könnte jetzt noch ein bisschen übertreiben und könnte mit Laris da unten diese ganzen Waage machen. Das ist auch sehr viel Erfahrung. Aber wir übertreiben es mal nicht. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Mach das mal. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Natürlich, der oberste Wassermagier im neuen Lager. Saturas? Wer ist das? Jetzt habe ich falsch geklickt. Na, der oberste Wassermagier im neuen Lager. Damals im Minental, als die Barriere uns noch alle angeschlossen hatte. Lee und ich hatten damals einen Pakt mit den Wassermagiern geschlossen und haben uns mit gemeinsamen Kräften gegen das alte Lager behaupten können.
Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Mhm. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Ja. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Watras zusammen. So, so. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Die Ring. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Du Lagers. Hast recht. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Würde ich auch sagen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Jawohl. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Quatsch nicht so viel, lass uns weitergehen. Kennt ihr das, wenn ihr scrollt oder wenn ihr mit dem Mausrad eins nach unten geht, aber er macht's nicht? Weil manchmal, wenn ich einmal nach unten klick oder weil mein Mausrad rastet so ein und wenn dann gehe ich einmal nach unten, dann macht das aber nicht. Dann will ich klicken und genau in dem Moment geht er nach unten und dann nimmt man den falschen Dialog. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Vielleicht geht's auch nur mir so, keine Ahnung. Vielleicht ist meine Maus auch kaputt oder vielleicht wollte mich die Maus jetzt ärgern. Ist auch egal, da gab's jetzt nur oder hätte nur 25 Erfahrungen, glaube ich, wegen Nostalgiebonus oder so gegeben. Oder 50, irgendwie so. Ist nicht so tragisch. Nein, Laris, du bleibst bitte da. Also, dass Charaktere unsichtbar werden, ist so ein Nebeneffekt von dem DirectX 11 Renderer. Da muss man einfach nur mal schnell speichern und Thema erledigt. So, während er sich um die Viecher kümmert, kann ich hier mal ein bisschen Sachen einsammeln. Muss nur gucken, dass der mir nicht davonrennt, weil es gibt einige Mods und einige Stellen, da läuft Laris weiter. Also jetzt wartet der ja auf mich, so zum Beispiel. Es gibt aber einige Stellen, da würde er einfach weiterlaufen. Und irgendwann läuft er so weit weg, dass er komplett verschwindet. Das ist auch blöd. Deswegen versuche ich immer einigermaßen dran zu bleiben. Zack. Das war's mit dir. Das war's mit dir, Mistvieh. Interessant, Mole Rats droppen jetzt auch Mole Rat Fett. Was wirklich ziemlich sinnvoll ist, weil Mole Rat Fett ist in Gothic 2 ziemlich selten. Man braucht es auch, soweit ich weiß, glaube ich, nur ein einziges Mal. Aber ich verstehe nicht, warum Mole Rats kein Mole Rat Fett droppen. Wenn ich ein Messer nehmen kann und Fleisch entnehmen kann von den Mole Rats, warum dann nicht auch gleich ein bisschen Fett? Gut, man könnte jetzt sagen, das ist so ein industriell verarbeitetes, raffiniertes Fett, aber ach komm, ihr wisst, was ich meine. Naja. Das nehme ich trotzdem alles mit. Das ist zwar alles nur Schrott und insgesamt vielleicht nur, keine Ahnung, 30 Gold oder so insgesamt wert, was hier liegt. Aber das kennt man, oder? In Rollenspielen, man nimmt alles mit, auch wenn man es nicht braucht, aber man steckt trotzdem alles ein. Weil lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Da war doch noch ein Goldstück hier. Okay, genug, weiter geht's. Verzeih mir, Laris. Ich weiß, du brauchst das Zeug nicht mehr, aber ich schon. Mit Errol rede ich auch kurz. Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Hm. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Mach ich schon noch. Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Vielleicht. Was waren das für Kerle? Die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ja, ich weiß. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch. Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Verstehe ich. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen, direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Mit einem ganzen Karren, das hätten die trotzdem gemerkt. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Behalt das Nichts Zeug. Davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist. Ach ja, ups, weggeklickt. Ja, er redet halt von Steintafeln, die er Watras bringen soll. Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen.
Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie kaum schleppen konnten. Fernando? Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben. Fernando? Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengas Hof weitergezogen sein. Vielleicht wollten sie damit über den Pass. Ja, die Banditen bei Bengas Hof werde ich mir auch noch holen. Okay, also Steintafeln habe ich noch keine. Was ist los? Geht's noch? Geht's noch? Der Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Das ist ja toll. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ja, dann lass uns halt weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Weil momentan habe ich noch keine Steintafeln. Aber das wird sich noch ändern. Das nächste Mal, wenn ich Errol sehe, kann ich ihm die 3 Steintafeln geben. Und dann ist der Rest alles für Watras vorher bestimmt. So, jetzt gehen wir aber mal weiter. Es gibt noch auf dem Weg in das Adanost... Was heißt Adanostal? Aber da, wo wir jetzt noch hingehen, gibt es eigentlich nur noch ein, zwei... Was ist denn das für ein Viech? Nur noch ein, zwei weitere kleine Extra-Viecher, die Laris für mich erledigen muss. Was ist denn das für ein Ding? Graslandbeißer, oh oh. Beißer sind normalerweise zumindest für den Anfang ziemlich stark. Laris! Dankeschön. Das war's mit dir, Mistvieh. Aha, Graslandbeißer, 150 Erfahrung, warum nicht? Eigentlich meinte ich die Banditen, weil hier kommen gleich noch super Banditen, die lasse ich auch von Laris machen. Weil die sind hart. Es würde schon gehen, wenn man sie einzeln rauszieht, aber wenn man ein bisschen Glück hat und die relativ schnell so aus der Gruppe rausziehen kann, dann geht es schon. Und abgesehen davon hat Laris damit kein Problem. Ich habe noch kein einziges Mal gehört, dass er sich beschwert hat. Der Liebe. Wenn er sagen würde, hey, hör auf, ständig irgendwelche zusätzlichen Viecher zu mir zu ziehen, würde ich auch aufhören. So. Ja, die Sounds sind nämlich neu. Auch die Sounds, wenn irgendein menschlicher Charakter stirbt. Ein Mist viel weniger. Nichts zu plündern. Ich frage mich auch, wo die Sounds herkommen, weil... Schon wieder eins von diesen Biestern. Im normalen Gothic gab's die, glaube ich, nicht. Ja, komm, du kriegst mal ein bisschen Kohle von mir. Lebensenergie steigern. Regeneration 50 Lernpunkte und 20.000 Gold. Wow. Also offensichtlich kann man seine HP hier hochbeten und man kann eine Regeneration erlernen. Von den Lernpunktekosten her und den Goldkosten würde ich mal sagen, das ist die beiderseitige Regeneration. Also sowohl Mana als auch Lebensregeneration. Und das ist für 50 Lernpunkte eigentlich und 20.000 Gold, man hat Gold am Schluss sowieso genug, könnte es schon wert sein. Ich überlege mir echt, ob ich mir die holen soll. Aber nicht am Anfang. Mach mir jetzt nicht schlapp. Ich brauche erstmal ein bisschen mehr Schaden, das ist klar. So, man kann Laris nämlich hier stehen lassen. Der bleibt dann auch ganz brav da. Und dann kann ich mich um hier ein bisschen Zusatz-EP kümmern. Das will ich sowieso machen. Also immer wenn ich diese Eskorte mache, versuche ich da unten diese Banditen gleich mitzunehmen. Weil... Die bringen dich dann auch in der Stadt ein bisschen weiter. Da liegt nämlich ein kleiner Zettel, den ich in der Stadt dann brauche. Aber meine nächsten Lernpunkte wegen der Regeneration gerade gehen sowieso erstmal zur Stärke. Ich will nämlich nicht mehr mit einem rostigen Schwert rumlaufen. So, fliegender Wechsel. Der eine tot, der andere her damit. Sobald sie seitwärts laufen, wird's gefährlich. Wenigstens darf er genau an dem Punkt sterben, wo sein anderer Kumpel gestorben ist. Na, ah, hier ist... Zwei auf einmal sind blöd. Ja, sieht gut aus.
Hier ist nämlich noch eine Goblinbeere um die Ecke. Ich glaube, ich werde die Goblinbeeren doch schon sehr bald essen. Weil ich werde sowieso nur die Stärketränke lernen. Habe ich nicht irgendwie... Kann ich nicht irgendwie kritten oder so? Ich habe doch irgendwas investiert, oder nicht? Ich habe 12%... Ja, okay, 12% ist jetzt auch nicht so viel. Also bevor ich nach Jakenda gehe, das ist jetzt dann so das nächste Gebiet, gucke ich, dass ich mindestens absolutes Minimum 30% Einhand habe. Meister werde ich dann wahrscheinlich in Jakenda selbst, aber ich will mindestens hier 30% Einhand haben und mindestens dieses Schwert ertragen. Also nicht das edle, sondern es gibt noch ein edles Langschwert, glaube ich. Ah, ich muss mal gucken, was ich finde, also. Ich denke schon an Jakenda, das ist noch Ewigkeiten entfernt. So, jetzt muss man mal ein bisschen aufpassen, weil hier, da haben nämlich zwei Leute einen Bogen von. Wenn die mich ein, zweimal treffen, dann war es das direkt. So, jetzt haben die zumindest alle ihre Nahkampfwaffe draußen. Das ist halt gefährlich, weil die Leute mit dem Bogen, die sind nicht ganz so leicht aus der Gruppe hier rauszuholen. Man darf auch nicht zu weit von denen weg, sonst packen die den Bogen noch im Nachhinein aus. Ja, renn so schnell wie du kannst! Ist das hier dreckig spielen, was ich hier gerade mache? Ich glaube schon. Also ich versuche sie halt gerade zu Laris zu kriegen. Ich glaube, ich habe einen verloren, aber das ist egal. Mir geht's hauptsächlich nur um diese Bogenleute. Bleib stehen, du Lump! Okay, sind noch alle vier da. Ich müsste vielleicht auch gleich mal schnell zwischenspeichern. Ich könnte mal einen Ticken weiter weg. Speichere ich mal auf Notfall zwischen. Das könnte ein ganz guter Zwischenspeicherstand sein. Okay, sind noch alle vier da. Das läuft ja viel besser, als ich dachte. Normalerweise entkommt mir entweder einer. Oder ich werde unterwegs getötet, aber dieses Mal läuft es echt ja, gut. Ja, renn so schnell, wie du kannst! So, und schon sind sie nämlich alle bei Laris. Hey, das lief viel besser, als ich dachte. Mann. So, und der legt sie jetzt schön einen nach dem ja, anderen. Ja, renn so schnell, wie du... So! Das war's für dich. Das war's für dich. Jetzt plündert er ihn aus, aber das sei ihm gegönnt. Er darf sich mal ein paar Waffen nehmen. Noch nicht mal Gold. Deine Waffe nehme ich mal mit. Weißt, da sagt er, deine Waffe nehme ich mal mit. Genau, Brumos goldene Schale ist auch noch ganz cool. Da sagt er, seine Waffe nimmt er mal mit. Was packt er ein in schweren Ast? Dann könnte Laris eigentlich auch gleich hierher gehen und die ganzen Bäume fällen. Dann sind das nämlich auch alles Waffen. Ich weiß gar nicht, warum ich die Dinger da schlürfe. Ich muss mal die hier essen. So. Das lief nicht übel. Ich sehe schon, heute wird ein guter Tag. Wisst ihr, das Leben ist an einigen Tagen ziemlich cool. Man steht auf und denkt sich, boah, heute wird mit Sicherheit wieder ein richtig ekliger Tag. Man guckt so auf die Uhr, macht so... Steht so auf in der Früh und guckt so aufs Thermometer. Es hat beim Aufstehen schon 28 Grad. Du weißt, du stirbst heute. Aber dann startest du einfach Gothic und du schaffst die vier Banditen beim ersten Mal einfach zu erledigen. Und schon weißt du, der Tag wird schön. Es sind die kleinen Dinge des Lebens, ne? An denen man sich erfreuen muss. Okay. Ja, tut mir leid. Keine Ahnung, woher dieser... Ich habe noch nicht mal was getrunken. Normalerweise kommen solche Dialoge nur, wenn ich was getrunken habe. Jetzt muss ich mal aufpassen, weil diese Truhen da würde ich gerne aufkriegen. Da ist jetzt nichts Wichtiges drin, aber ich glaube, ich habe bald keine Dietriche mehr. Speichere mir mal zwischen. Rechts, rechts, links, rechts, links. Toll. Super Trueninhalt. Was haben wir hier? Links, rechts, rechts. Das ist halt sowas, das lohnt sich halt nicht, ne? Weil drei Dietriche kaputt heißt 30 Gold und es ist ein Truheninhalt drin, der fast noch weniger wert ist als 30 Gold. Naja, auf jeden Fall war ich wegen Lucias Brief hier. Der wird mir später nochmal wichtig werden. Und wegen dem Zettel, den ich da auf der anderen Seite noch gefunden habe. Das Ding hier, Lieferung. Ja, offensichtlich hat ein gewisser Fernando an
jede Menge Waffen an die Banditen geliefert. Und wir hätten noch Lucias Brief. Ihr könnt es pausieren und lesen. Es ist halt ein Abschiedsbrief von Lucia an Elvridge. Aber ich kann sie später nochmal selbst fragen, was sie eigentlich... Ach, Feuerregen! Was sie eigentlich damit gemeint hat. Dieses Versteck hier oben habe ich bis vor wenigen Jahren gar nicht gewusst, dass es hier oben ist. Aber hier liegt immerhin permanenter Geschicklichkeitstrank und ein Feuerregen. Und das ist ziemlich cool. Wie viel kostet der Feuerregen? 5, oder? Ja genau, 5 Mana. Es wurde schon häufig gefragt, oder in viele Mods haben das so geändert, dass zum Beispiel eine Feuerregen-Spruchrolle jetzt viel, viel mehr Mana kostet. Aber man muss sich auch mal überlegen, ich finde, es macht Sinn, Spruchrollen teurer zu machen von den Mana-Kosten, aber auf der anderen Seite ist es so, dass irgendein Magier hatte mal gesagt, dass jeder normale Mensch mit Spruchrollen Magie wirken kann. Und jeder x-beliebige Bürger hat entweder 5 oder 10 Mana, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn jetzt so eine Feuerregen-Spruchrolle auf einmal 100 Mana kostet, dann könnten es ja die normalen Bürger trotzdem wieder nicht machen. Also man kann's argumentieren, wie man will. Ich finde beides nachvollziehbar. So, verzeih mir. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Vor allem quatsch nicht so viel. Aber er hat sich nach wie vor wieder nicht beschwert. Danke übrigens nochmal, Laris, dass du für mich die Banditen gemacht hast. Die sind nämlich alleine gar nicht so einfach, weil... Da hat man nicht so viele Orte, wo man sich verstecken kann, und wenn da so Bogenleute und Nahkämpfer gleichzeitig sind, ist es ein bisschen blöd. Da ist nichts zu. So, weiter geht's. Hier gibt's links und rechts noch jede Menge Pflanzen und Scavenger und sonst was, aber wir übertreiben es mal nicht. Es ist zwar gerade mal 11 Uhr in der Früh, wir haben noch ziemlich lange Zeit für die Eskorte, aber ich bleib mal schön bei der Mittagssonne. Seht ihr, da ist jetzt eine Brücke, weil auf dieses kleine Gebiet da links kommt man eigentlich nur hin, wenn man den Weg hier weiter nach oben geht und dann so über die Berge drüber springt. Es gibt natürlich mehr Wege, darüber zu kommen, aber die Brücke macht es um so vieles einfacher. Ich habe mich seit Anfang von Gothic gewundert, warum da keine Brücke ist. Und endlich gibt es ein paar Mods, die das mal abgeändert haben. Weil da musst du nicht immer so weit außen rumlaufen. Was ist denn? Moment, das war ein Rucksack. Ah, das ist, glaube ich, eine Truhe, oder? Zu weit entfernt. Ach ja, genau. Man kann den Rucksack auf... Aha. Cool, sogar mit einer Öffnen-Animation. Interessant. Rostiges Schwert. Es ist nicht schlecht für den Anfang. Kann ich eigentlich schon irgendwas Besseres tragen? 12 Stärke, okay. Nö, kann ich nicht. So, jetzt könnte ich... Schon wieder eins von diesen Biestern. Jetzt könnte ich eigentlich noch aus einer nahegelegenen Höhle ein paar Schattenläufer holen, aber ich glaube, wir übertreiben es mal nicht. Laris? Ich speichere lieber mal ab. Da sind doch, glaube ich, schwarze Goblins dabei. Oder? Nee. Zack. Zack. Ja, der macht es schon. Das war's mit dir. Spricht er mich, glaube ich, gleich einmal, guckt, ob ich schon schnell alles looten kann, bevor er es tut. Verdammt. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Ich weiß es. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Ich weiß. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Und ob ich das werde. Allerdings warte mal ganz kurz. Ich würde kurz noch gerne hier ein bisschen was looten. Bevor du direkt wieder losrennst. Weil dieser Weg da nach oben ist irgendwie so eine Stelle, an die ich mich noch erinnere. Wo Laris dann einfach weiter rennt, wenn man selber gerade am Looten ist und er rennt einfach weiter.
Ist immer ein bisschen blöd. Nichts zu plündern. Junger Goblin, die kannte ich auch noch gar nicht. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Junger, aha. Da hinten geht's noch zu einer Höhle mit irgendwelchen Schattenläufern, aber die kann ich auch später alleine machen. Übertreiben wir es nicht. Gehen wir weiter, Laris. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Jawohl. Ich werde vielleicht ein, zwei Mal versuchen, die Feuerwarane dann beim Jakinder-Portal zu ihm zu locken, aber die sind ziemlich schnell. Da werde ich wahrscheinlich verbrutzeln. Ich könnte es einmal versuchen vielleicht, weil die würde ich relativ lang nicht schaffen, aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Jakinder an sich ist jetzt nicht so schwierig, finde ich. Sowohl als Magier als auch als Nahkämpfer kommt man da eigentlich ganz sauber durch. Ich muss mal schnell schauen, okay, er würde warten. Weil bevor ich es vergesse, würde ich gerne hier noch ein bisschen was plündern. Zum Beispiel dieses Ding da. Die Drachenwurzel. Und Langschwert. Das ist, glaube ich, das Ding, was ich später unbedingt tragen will. Weil Schaden ist für mich bei einer Waffe jetzt nicht ganz so wichtig. Ich mag Reichweite von der Waffe viel, viel lieber. Mal ganz kurz gucken. Ja, 47. Das ist relativ. Das ist sehr, sehr viel Stärke, was ich noch brauche. Es kann sein, dass ich vor Jakinder an die Waffe noch rankomme. Wenn ich die Stärketränke lerne, was ich jetzt dann schon bald machen werde. Und es gibt noch Stärke-Amulette und Stärke-Ringe. Es kann sein, dass ich schon... Jetzt klingelt es auch noch an der Tür. Ey, erst Telefon und jetzt klingelt es noch an der Tür. Es wird ja immer schlimmer. Ach ja. Ob man mal an seinem Freitag gemütlich eine Runde zocken kann, ohne dass die ganze Zeit das Telefon klingelt oder seiner Tür klingelt oder... Ach, Leute. Ich sollte mir vielleicht doch mal eine Freundin anschaffen, meint ihr nicht? Ach, jetzt ist Laris weitergelaufen. Der wartet, glaube ich, da vorne, oder? Ach, da. Ach, der ist nur un... Ach, Gott. Ach, ich sollte mir vielleicht doch mal eine Freundin anschaffen, weil... Dann würde zumindest mal ein bisschen was... Dann könnte man sich das zumindest mal teilen. Es ist eh so, im Stream sind... ein paar Leute dabei, die sind in meinem Alter und haben schon Kinder. Da komme ich immer so ein bisschen in Zugzwang. Und denke mir, vielleicht bin ich doch ein bisschen spät dran. Aber das ist mir egal, von sowas lasse ich mich nicht stören. Ich würde sagen, jedem das Seine und ich bin noch nicht bereit dafür. Abgesehen davon wäre ich ein schlechter Vater, weil ich würde mein Kind zum Gothic-Spielen zwingen. Und ja, das ist vielleicht nicht die beste Erziehungsmethode. Vor allem... Überlegt euch mal, ihr wärt mein Kind, ihr kommt auf die Welt und dann seht, das ist das erste Gesicht, was ihr seht. Und danach seht ihr meine Faust, weil dann heißt es nämlich, willkommen in der Kolonie, Baby. Pff. Tja. So würde ich mein Kind auf der Welt begrüßen. Und ich glaube, wenn die Ärzte das sehen... dass das Erste, was der Vater macht, ist, dem Kind ins Gesicht zu schlagen. Ja, ich glaube, ich wäre ein schlechter Vater. Okay. Das dürft ihr übrigens alles nicht ernst nehmen. Wenn jetzt irgendjemand, der mich nicht kennt, zufällig dieses Video zuerst angeklickt hat und genau an diese Stelle gescrollt hat, kann ich dir nur sagen, natürlich würde ich meinem Kind nicht ins Gesicht schlagen. Oder doch? Nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Was mache ich denn eigentlich gerade? Ach ja. 22 Stärke zu wenig. Die Armbrust wird mir bestimmt noch helfen. Hier oben scheinen jetzt auch Pflanzen zu sein, oder? Zumindest ein Heilkraut. Weil an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, lag vorher auch nichts. Oben ist nichts. Naja. Das meiste, was sich so geändert hat, finde ich, ist so im Minental präsent. Weil im Minental sind viele... Gebiete, die es in Gothic 1 gab, die gibt es ja eigentlich im 2er nicht mehr. Aber jetzt schon wieder. Aber Minental dauert noch sehr, sehr lange. Kannst du noch? Ja, lass uns... Moment. Nur kurz gucken, dass der hier nicht runterfällt. Jetzt lass uns weitergehen. Ja, lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Jawohl. Jetzt haben wir es eh gleich geschafft, die Eskorte. Ja, 13 Uhr. Deswegen laufe ich immer so sehr, sehr früh los, weil wenn man Laris ein bisschen was Extriges hier zu tun gibt, dann
dauert die Eskorte mitunter relativ lang. Und es ging sowieso schon ziemlich schnell. Also gerade das mit den Banditen und das mit dem Ork, weißt du, da bleibt man irgendwo mal an einem Baum hängen oder irgendeiner der Banditen verhält sich dann anders oder denkt, okay, er packt jetzt mal den Bogen aus und schießt damit auf dich, aber dieses Mal lief es wirklich gut. Irgendwann braucht man in seinem Leben auch mal ein bisschen Glück. Keine Sorge, Laris, du hast es schon im Griff. Ich vertraue da voll und ganz auf dich. Das war's mit dir, Mistvieh. Jetzt kann ich direkt mal dem lieben Bossbahn ein paar Wolfsfälle geben. Hier kann's gefährlich werden. So, hier kann's gefährlich werden. Ja, ich soll mich ein bisschen zurückhalten. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Ich versuch's. Vielleicht gucke ich mal, dass ich noch ein, zwei zusätzliche Viecher zu ihm krieg. Vielleicht den Schattenläufer zumindest. Die Feuerwaranne sind ziemlich weit weg. Ich probiere es einmal, aber die werden mich ziemlich sicher aufschlitzen. Ich kann es einmal schnell versuchen. So, der bleibt hier jetzt mal stehen. Jetzt. Erstmal nehme ich den Schattenläufer mit. Der müsste da hinten, genau. Sind das schwarze Goblins? Wieso habe ich denn keinen Feuerpfeil mehr ausgerüstet? Sind das schwarze... Oh ja, das sind schwarze Goblins. Die würde ich wahrscheinlich schaffen, aber... Laris schafft sie auch. Laris? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Zack! Los, Laris, hör auf auszuweichen! So. Die wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich den Schattenläufer, der dahinter sitzt. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich probiere das. Zumindest einmal mit den Feuerwehrern. Ich wollte jetzt gerade sagen, wisst ihr was? Ich probiere es gar nicht, aber... Doch, ich probiere es einmal. So, du, komm mal mit. Das ist nämlich das Schöne an Schattenläufern. Die bewegen sich nämlich sehr, sehr langsam. Sie verfolgen dich jetzt halt, sind aber nur ziemlich langsam. Und da kann man die schön irgendwo durch die Gegend locken. Was ja häufig jetzt nicht so wichtig ist, weil man keine Begleiter dabei hat, aber ich jetzt schon. Ah, der will jetzt, glaube ich, den Goblin auffressen, oder? Ah, gut. Er wollte den Goblin auffressen, aber Laris hat ihn Gott sei Dank gesehen, weil wäre der Goblin jetzt ein bisschen weiter weg gewesen, hätte Laris ihn nicht gesehen und dann wäre es gefährlich geworden. Laris hat übrigens eine Axt anstatt ein Schwert. Im normalen Spiel hat er, glaube ich, ein grobes Breitschwert. Zack. So, einmal probiere ich das jetzt mit den Feuerwehrern. Oh! Wir sind da. Zu spät. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Mhm. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Okay. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Alles klar. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Ich gehe nicht direkt zu Saturas, ich lasse mich von Laris nochmal anscheißen. Also, eigentlich wollte ich jetzt noch versuchen, die Feuerwaranne herzulocken, aber das ist jetzt halt einfach blöd gelaufen. Okay, ich lasse mich noch kurz von ihm ein bisschen zurechtstutzen. Hör auf, hier rumzualbern, bring das Ornament zu Saturas. Entschuldigung. Dann tun wir das mal. Den Rest hier kann ich alles plündern in der Umgebung hier, wenn ich hierher komme, wenn ich stärker bin und mich um die ganzen Warane und was weiß ich, was da noch alles rumläuft, kümmern kann. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Viecher da unten. Ja, was auch nicht so easy wird. Wobei, ich habe mittlerweile eine Rüstung, da machen die Ratten jetzt nicht mehr so viel Schaden. Und ich kann hin und wieder auch mal kritten. Was die Sache auch ein bisschen vereinfacht. Zack. Saturas wird sich bestimmt freuen, mich zu sehen. Wann immer ich Saturas treffe, habe ich das Gefühl, er hasst mich einfach. Ich,
weiß nicht warum, ich mag Saturas eigentlich. Ich habe das Gefühl, er hasst mich. Autsch. Los! Es wäre richtig peinlich, wenn ich an denen jetzt sterben würde. Wenn ich jetzt gleich sterbe an diesen Skeletten, die da vorne gleich kommen, dann ist es in Ordnung. Aber um Gottes Willen bitte nicht an Riesenratten. Da habe ich wahrscheinlich auch schon bald 50 von. Weil 50 gegessene Dunkelpilze ergeben plus 5 maximales Mana. Ich darf jetzt nicht zu nah da hinten an diese Skelette ran. Sonst kommen die gleich her und ja. Als Kind bin ich da immer durchgelaufen, hinter zu Saturas und habe die Goblin-Skelette von Saturas machen lassen, aber... Nee, nee. Die Zeiten sind vorbei. So. Die kann man übrigens, falls es... Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, aber man kann diese permanenten Sachen sofort einnehmen. Also es zählt nur, was man beim Lehrer gelernt hat. So, dann gucken wir mal. Ich würde sie nämlich gerne für die Erfahrung selbst killen. Ah, ziemlich gefährlich. Es gibt so einen Rhythmus, den man drin haben muss. Die laufen immer so auf einen zu und dann kann man immer so... Es dauert halt natürlich Ewigkeiten, aber es lohnt sich. Lieber zwischenspeichern. Ja, jetzt hat mir die Eskorte mit Laris allein schon wieder 2 Level gegeben. Und die werde ich dann alles in Stärke... Ne, werde ich nicht. Ich werde die in Stärke Tränke vielleicht machen. Und dann vor Jakin da noch eine Runde drehen durch den Wald und durch Corines. Die Kronstöckel mitnehmen, die Drachenwurzeln mitnehmen und dann brauche ich mir daraus direkt die ganzen Stärketränke. Ich müsste zumindest 7 Stück hinkriegen. 7 Kronstöckeln, 7 Drachenwurzeln, glaube ich. Ich habe keinen einzigen Kronstöckel. Ich kann mir noch ein bisschen was auch von Zuris zurückkaufen. Nicht von Zuris, sondern von Constantino. Und dann komme ich an eine ordentliche Waffe ran, dann komme ich an die Armbrust ran und damit geht's dann Richtung Jakinder. Und dann kommt irgendwann die Klaue Belias. Und dann werden wir im 2. Kapitel anfangen, das Minental freizuräumen. Was als Kind ja nie möglich war. Ich war als Kind froh, wenn ich lebendig in die Burg gekommen bin und lebendig wieder rausgekommen bin. Aber dieses Mal sieht's anders aus. Die Klaue Belias ist an meiner Seite. Das war gefährlich. Das passiert, wenn man zu selbstsicher wird. Aber noch ist ja nichts passiert. Oh. Puh. Hier war, glaube ich, nichts versteckt, oder? Würde auch keinen Sinn machen. Ich meine, die Wassermagier waren ja schon hier unten. Also wenn hier unten was gelegen wäre, dann hätten die das ja. So, lieber Saturas. Vielleicht freut er sich ja diesmal. Ich habe ihn jetzt in meinem Leben, keine Ahnung, hier unten... Keine Ahnung, wie oft gesehen. Ich sehe ihn bestimmt schon zum 300. Mal hier unten und er hat mich jedes Mal angepflaumt. Vielleicht wird es diesmal ja anders laufen. Vielleicht ist er diesmal froh, mich zu sehen. Schauen wir mal. Ich wage es zu bezweifeln, aber... Hallo, Saturas! Bist du denn von Sinnen? Mach, dass du hier rauskommst. In diesen Gewölben ist es zu gefährlich für Möchtegern-Abenteuer. Aber Moment mal. Aber sag mal, kenne ich dich nicht? Natürlich, du Mistkerl. Glaube ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du uns betrogen hast, damals, im neuen Lager. Ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Uriziel. Was ist hier?
Ja. Urizien. Vor allem wie Milton jetzt guckt. Die meisten gucken auf den Helden, aber schaut mal, wie Milton schaut. Jetzt, wo wir erwischt worden sind. So. Du hast unserem Erzhaufen alle magische Macht entzogen und dann bist du einfach verschwunden. Entschuldigung. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Naja, es war zum einen notwendig und ich wusste schon, was ich tat, aber euer Plan hätte sowieso nicht funktioniert, das weiß man halt nicht. Weil der Einzige, der sagt, dass der Erzhaufen nicht die Lösung ist, ist Xardas und man hat nie gewusst, ob das so stimmt. Also der magische Erzhaufen hätte funktionieren können. Von daher sage ich mal, es war notwendig. Es war notwendig. Ohne die Macht des Erzes hätte ich den Schläfer niemals besiegen können. Was redest du da? Was ist das für ein Gefasel? Schläfer? Besiegt? Hast du eigentlich die leiseste Ahnung, was du da getan hast? Ja. Du hast das Gefüge der Magie derart durcheinandergebracht, dass es bis nach Korinis zu hören war. Tja. Du kannst von Glück sagen, dass die Barriere eines Tages einfach in sich zusammengefallen ist. Dann beschwer dich nicht. Worüber beschwerst du dich dann? Hat doch alles gut geklappt. Hüte deine Zunge! Was zum Henker willst du hier überhaupt? Eigentlich bin ich mit Laris hierher gekommen. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Weg. Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Tja. Ich bin mit eurem Ornament hier. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon. Aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Ach, Saturas. Übrigens will ich mich auch dem Ring anschließen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Was? Woher weißt du das denn schon wieder? Wer? Laris. Ich bring ihn um. Er hat gegen unsere erste Regel verstoßen. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Der arme Saturas. Ich traue dir nur, solange ich dich im Auge habe. Es war Vatras, der mir alles über den Ring erzählt hat. Was? Was? Vatras? Großartig. Von allen Wassermagiern auf der Insel musstest du ausgerechnet an den einen geraten, der dich nicht kennt. Ich warne dich, mach dieses Mal keine Dummheiten. Ich werde mir Mühe geben. Es ist einfach dieser typische Gothic-Witz und Humor und Charme. Das kriegst du einfach nirgendwo anders. In welchem Rollenspiel hast du so dieses dreckige, beleidigende Rumgeprügele und nach dem Motto, raus hier, du Mistkerl. Und ach, ich finde das so geil. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Ich weiß. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Ja. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Man muss sich mal... Oder man sollte sich nicht, aber ich habe mir mal Gothic auf Englisch gegönnt. Also ich habe mal die englische Sprachausgabe installiert, die war schrecklich. Die war sowas von schrecklich. Der gesamte Gothic-Charme ist total verloren gegangen. Es wundert mich überhaupt nicht, warum das Spiel, keine Ahnung, in Amerika, wobei die haben auch einen anderen Humor, aber in allen englischsprachigen Ländern null beliebt ist. Die englische Sprachausgabe ist sowas von schlecht. Es wundert mich überhaupt nicht, dass es halt nicht berühmt geworden ist. Ich meine, sie ist nicht qualitativ schlecht, aber da ist halt dieses, du fühlst nicht richtig, dass das echte Charaktere sind. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Da du dir ohnehin nicht nehmen lassen wirst, auch die anderen Magier von ihrer Arbeit abzuhalten, kannst du einem von ihnen auch eine Nachricht von mir überbringen. So, wem denn? Sag Riordian, dass ich ihn hier bei mir zu sehen wünsche. Jawohl. Er hält sich im hinteren Bereich des Gewölbes auf. Du wirst ihn schon finden. Das glaube ich auch. Ich guck mal ganz kurz wegen dem Erzamulett. Ob das jetzt schon irgendwas kann. Ich werde Riordian mal darauf ansprechen. Der kann mir bestimmt irgendwas... Wo ist denn das Erzamulett? Ich dachte, ich hätte das Erzamulett mitgenommen. Wo ist denn das Erzamulett? Hab ich vergessen, das
von Watras das Erzamulett mitzunehmen? Kann sein. Seht ihr, das ist schon wieder so ein Punkt. Ach nee, das sieht... Ach, das sah in einer anderen Mod nur anders aus. Ich komme völlig durcheinander. Ich sag's euch. Ich guck mal ganz kurz, ob das jetzt schon was anderes kann. Such mir etwas, folge mir einfach. Such mir etwas. Alles, genau, momentan kann er nur Nahkampfwaffen... Such mir alles, was du finden kannst. Momentan kann er nur Nahkampfwaffen finden und da es hier unten keine gibt, macht er jetzt auch nichts. Aber wie gesagt, da sich's geändert hat, da jetzt der Irrlichtdetektor steht, das hieß früher mal anders. Vielleicht hat sich daran was geändert, ich werde es wahrscheinlich rausfinden. Jetzt sage ich erstmal Riordian hallo. Hallo Riordian! Hey du! Hey du! Was machst du da? Ich erforsche die Kultur des alten Volkes. Aus den Inschriften geht hervor, dass sie lange vor unserer Zeit lebten. Ich weiß. Ich weiß noch nicht genau, wann sie diese Hallen errichtet haben, aber ihre Zivilisation war weit entwickelt. Sie haben jenseits der Berge eine Stadt errichtet und einen Tempel für Adanus. Den werden wir bald sehen. Eine verlorene Stadt auf der Insel von Korinnis? Ja, bisher haben wir in dem Glauben gelebt, die ganze Insel zu kennen. Wir sind davon ausgegangen, der komplette Nordosten der Insel wäre ein gewaltiges Bergmassiv. Tja. Doch, wir haben uns geirrt. Hinter diesen Bergen liegt ein Tal. Dort befand sich die Stadt des alten Volkes. Ja, Kinder. Nur zu gerne würde ich die Bauwerke der Stadt sehen, aber wahrscheinlich sind sie längst zu Staub zerfallen. Nicht alle, Riordian, nicht alle. Watras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Und beschwören. Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Ich glaube, das freut ihn richtig, dass irgendwer das mal wissen will, weil alle anderen, die dieses Artefakt kriegen, schmeißen es gleich weg, weil sie alle wissen, wie schlecht das Irrlicht ist. Zeig mal her. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Jetzt kann er endlich mal sein Wissen so weitergeben. Also keine Ahnung, ob hier drin was geändert worden ist. Ich habe ja schon gesagt, ich habe das Irrlicht im normalen Gothic nie benutzt. Einfach, weil es schlecht ist. Und Lernpunkte gebe ich nicht dafür aus, dass mein Irrlicht irgendwas finden kann. Zumal ich weiß, wo das meiste Zeug rumliegt. Also nein, danke. Danke für deine Hilfe, aber nein, danke. Satoras wünscht dich zu sehen. Mhm. Ist er mit seinen Nachforschungen schon weitergekommen? Dann werde ich sofort zu ihm gehen. Jawohl. Wenn du mehr über diese Anlagen erfahren willst, sprich mit Nefarius. Er befindet sich weiter hinten in diesen Gewölben. Der wird sich mit Sicherheit auch unglaublich freuen, mich zu sehen, so wie alle anderen auch. Aber Nefarius ist mir egal. Der einzig wirklich Wichtige für mich persönlich, der Wassermagier, ist Kronos. Weil der mit dir handelt und ich liebe es, mit Magiern zu handeln. Die haben immer schöne Tränke und Spruchrollen und all so ein Zeug. Hallo, Medarion. Na, wie geht's? Bei der Arbeit? Diese Gewölbe sind mir ein einziges Rätsel. Unvorstellbar, dass sie bisher noch niemandem aufgefallen sind. Wir konnten den Eingang mühelos freilegen. Die Menschen sind so sehr mit ihrem täglichen Einerlei beschäftigt, dass sich niemand dieses Bauwerk näher angesehen hat. Da hat er sogar recht. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Einfach, man kommt so an so eine unglaublich wichtige Ausgrabung. Alles total mystisch, ein fettes Portal da vorne, ein geheimes Ornamentstück, was irgendwie per Magie den Eingang öffnet. Überall hohe Wassermagier und du gehst zu einem hin, hey du, bei der Arbeit? Was ist deine Aufgabe hier? Ich versuche herauszufinden, wohin uns dieses runde Portal führen wird. Ich kann's dir Außerdem sagen. Außerdem helfe ich Nefarius bei der Suche nach dem fehlenden Ornament. Sicher ist, dass das Portal zu einem Teil der Insel führt, den wir noch nicht kennen. Ich weiß. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals davon gehört oder gelesen zu haben. Ja, übrigens, Moment mal, Medarion, wo geht denn, genau, Kronos haut mir nämlich ab. Du, mein lieber Medarion, wirst erst in Ding drüben wichtig. Hey, du. In Jakinder selbst. Kann ich kurz stören? Du bist es. Dass ich dich nochmal zu Gesicht bekomme, hätte ich nicht gedacht. Tja. Ganz schön mutig, dich nochmal bei uns blicken zu lassen. Es gab Zeiten, da hätten wir dir glatt das Fell über die Ohren gezogen.
Du kannst froh sein, dass das schon ein paar Wochen her ist und sich alle wieder beruhigen konnten. Keine Sorge, ich bin auf eurer Seite. Was machst du hier? Meine Aufgabe besteht darin, mehr über die Wächter des Tempels herauszufinden. Das ist schon ein harter Brocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Steinwächter haben eine mir völlig fremde Eigenschaft. Tja. In einem Moment stehen sie völlig leblos herum und im nächsten Moment stürmen sie wie besessen auf dich los. Ich habe ihre treibende Kraft noch nicht bestimmen können, aber eins ist sicher, sie ist magischen Ursprungs. Ja. Wir werden auch bald wissen, warum, wieso und weswegen. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Warum nicht? Wenn ich mich recht erinnere, haben wir damals schon gehandelt. Sag mir, was du brauchst. Ja, sein anfängliches Inventar hier ist nicht so toll. Trotzdem mag ich Magier als Händler. Die Windhose ist gar nicht übel, aber... Leichte Wunden heilen ist auch nicht schlecht, aber... Nein, danke. So, jetzt habe ich noch Myx hier, mit dem muss ich jetzt gar nicht mal so dringend reden, obwohl ich es gleich tun werde. Und dann halt Nefarius. Das wird noch ein ziemlich langer Dialog, aber ich würde sagen, an dieser Stelle könnten wir es mal wieder sein lassen, denn für mich wird es jetzt langsam mal Zeit, 6 Stunden Auto zu fahren. Ich hab's ja im Stream gesagt, ich bin jetzt ja zwei Tage unterwegs. Und ich drück's gerade schon raus, aber ich muss jetzt ins Auto in 6 Stunden fahren. Von München bis irgendwo in die Rheinland-Pfalz. Meint ihr, das macht mir gleich Spaß? Ich glaube nicht. Was ich mal schnell mache, ich packe erstmal die Fackel weg, weil wenn ich jetzt speichere mit der Fackel... Ich meine, es ist nur ein Gold, aber... wenn ich jetzt speichere und dann neu lade, dann ist die Fackel weg. Und das finde ich blöd. So. Okay, alles klar. Wir sind mal bei den Wassermagiern. Nächste Folge rede ich mal noch mit Nefarius, dann gibt er mir die Quest, diese ganzen Ornamente zu suchen. Und dann haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Also ich schätze mal, es dauert schon noch ein bisschen, bis wir irgendwann in Jakindar hier aufschlagen. Aber ich muss noch ein bisschen stärker werden, das reicht noch nicht ganz. Ich würde nämlich gerne... An das Langschwert werde ich nicht mehr vor Jakindar rankommen. Aber vielleicht zumindest an das edle Schwert komme ich auf jeden Fall ran. Dann noch ein bisschen Einhand und dann alles gut. Wir sind vorbereitet. Jakindar ist, wie gesagt, nicht so hart, finde ich. Man kann sich damit Spruchrollen teilweise ganz gut behelfen. Okay, ich würde sagen, hier machen wir mal Schluss. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Und dann gibt es auf Corinnes noch ein bisschen was zu erledigen. Bevor es irgendwann mal soweit ist. Und bis dahin, liebe Leute, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.